Schon zu Zeiten von Donald Trump gab es montags gerne einmal Wunder an den Märkten mit deutlichen Zugewinnen an der Wall Street, meistens Handelskrieg-Hoffnung oder Impfstoff-Hoffnung später. Also irgendeine Hoffnung war immer. Diesmal ist es vielleicht ein bisschen anders. Diesmal hat man doch ein bisschen unterstützt, nachdem es am Freitag doch ziemlich herbe nach unten gegangen war, nachdem James Bullard, der St. Louis Fed Präsident, ein bisschen, die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt hat. Es war noch Hexensabbat, okay, aber es war eben so, dass hier dieses Taper Tantrum so ein bisschen wieder am Horizont schien, also die Angst der Märkte, dass die Notenbanken die Unterstützung zurückfahren. Und dann ging es heute Nacht in Japan vor allem ziemlich zur Sache, der Nikkei teilweise 3,5, fast 4% im Minus. Und dann zum Handelsende hin, da gab es dann einen weißen Ritter in Gestalt der Bank of Japan, die dann ETFs gekauft hat und damit den Markt nach oben gezogen hat, damit vor allem schon die US-Futures nach oben gezogen hat, damit das Signal gegeben hat, nein, da werden wir nicht zuschauen. Es war das erste Mal seit April 2020, also Hochpunkt der Corona-Krise, der ersten Corona-Welle könnte man sagen, dass die japanische Notenbank hier interveniert hat. Ja, da ist man ein bisschen besorgt, dass die Fed vielleicht einen Policy-Mistake macht, einen geldpolitischen Fehler. Jedenfalls ist da hier eine eher symbolische Summe von 70 Milliarden Yen investiert worden. Es geht gar nicht um die Summe, es geht um den Fakt, dass eben die Notenbank interveniert. Und dann kam noch obendrauf die Meldung, dass Joe Biden, Jerome Powell, Janet Yellen und SEC-Chef Gensler zu einem Meeting einberufen hat. Kann um was ganz anderes gehen, gar keine Frage. Manche sprechen ja von der Existenz eines Plunge Protection Teams, das also verhindern soll, dass die Aktienmärkte zu stark abstürzen. Ist nicht so ganz belegt oder bewiesen, dass es ein solches gibt. Es gibt klar Finanzstabilitätsbeauftragte, die gucken, dass manche Dinge nicht komplett eskalieren. Ob es dieses Plunge Protection Team wirklich gibt, ist nach meiner Auffassung nicht wirklich erwiesen. Aber jedenfalls auch das so ein Signal. Da kümmert man sich, da wird man nicht zuschauen, wenn die Dinge so ein bisschen eskalieren. Aber es ist vor allem der Schritt der Japaner gewesen, der die Drehung gebracht hat, der die Futures nach oben gebracht hat. Und na klar, wir waren am Freitag vor allem in bestimmten Value-Sektoren stark überverkauft. Finanzwerte, Rohstoffwerte, das sind die, die heute gewinnen, die am Freitag und in den letzten Tagen seit der Fed-Sitzung stark verprügelt wurden. Und dann kam es zu dieser Ausstrahlung eines Gesprächs zwischen Robert Kaplan, Dallas Fed-Chef, der ja ziemlich hawkisch ist, also der als einziger frühzeitig auf mögliche Exzesse an den Finanzmärkten hingewiesen hat durch die ultralaxe Geldpolitik, und hier ein Gespräch dann mit James Bullard. Da war im Grunde jetzt nichts, was beide nicht schon mal gesagt hätten. Bullard hat gesagt, ja, ich wollte warten, bis eben die Pandemie weitgehend beseitigt ist, bevor wir da hier an eine Normalisierung der Geldpolitik denken und das auch verbalisieren. Dann hat er zum Beispiel gesagt, ja, wir sind in einer Situation, wo wir möglicherweise viele Blasen sehen könnten. Dann kommentieren manche durchaus zurecht, könnten sehen, wir sehen sie schon, vielleicht die größten Blasen aller Zeiten, und zwar überall. Es gibt ja kaum einen Sektor, der nicht irgendwie aufgeblasen wäre, eben durch diese massive Liquiditätsflut. 32% ist die Geldmenge bei den Amerikanern gestiegen, sodass fast jeder dritte Dollar innerhalb eines Jahres gedruckt wurde, nämlich von 2020 bis Anfang 2021, der jemals gedruckt wurde. Und das ist natürlich etwas, was sich dann Wege sucht, irgendwo kanalisieren muss. Wir sehen das bei den Kryptowährungen, bei 9000 Kryptowährungen, die alle natürlich eine ganz glorreiche Zukunft haben und das allerheißeste Investment überhaupt sind. Kleiner Scherz am Rande, jedenfalls sehen wir, dass natürlich da die Dinge hier ein bisschen eskaliert sind, und das hat natürlich auch die Fed und andere Notenbanken mitbekommen. Man weiß nur nicht, wie kriegt man es austariert, wie kann man eine schmerzhafte Nachricht den Märkten überbringen, ohne dass sie so ein bisschen in Panik geraten. Und diese Panik ist heute verhindert worden, und das ist nach meiner Auffassung, nicht ganz zufällig passiert, dass die Notenbanken nicht wirklich ein Interesse daran hatten, dass der Abverkauf heute weitergeht. Man will diese
notwendigen Maßnahmen muss man machen, aber man versucht sie möglichst schonend auch zu kommunizieren, möglichst schonend unter die Leute zu bringen. Da hat sich zum Beispiel auch Lagarde heute geäußert, die EZB-Chefin. Da ist von Tapering überhaupt keine Spur. Da sagt sie, ja, wir müssen jetzt diese Hilfen durch die Geldpolitik weitermachen. Auch wenn jetzt die Erholung beginnt, dann hat sie sich zur Inflation geäußert und interessanterweise auch eine Prognose zu zukünftigen Energiepreisen abgegeben. Und sie hat nämlich gesagt, ja, die underlying inflation pressures, also der Druck, der Inflationsdruck, der dürfte nachlassen, eben weil auch zu erwarten sei, dass die Energiepreise fallen werden. Interessante Aussage einer Notenbankchefin. Vielleicht ist sie ja short in bestimmten Sektoren hier im Bereich Energie. Also das ist schon erstaunlich. Das ist ein Fauxpas eigentlich für eine Notenbankerin zu sagen, ja, wir gehen davon aus, dass die Energiepreise fallen. Das macht man nicht, aber in der Summe hat all das gereicht, hier praktisch die gesamten Verluste, die seit den Aussagen von James Ballard auf CNBC entstanden waren, wieder zu kompensieren, teilweise sogar über zu kompensieren. Aber es sind eben vor allem die Value-Sektoren, es sind Energie, diese Werte sind heute deutlich nach oben gegangen. Hier sehen wir mal den S&P 500 als Future, nämlich den ES, wie hier diese Verluste dann wieder wettgemacht wurden. Was hier fehlt in dieser Grafik ist zu zeigen, wo die Bank of Japan mitgeteilt hat, oh, wir haben ein paar ETFs gekauft, dann ging es nach oben. Und klar, wir waren ein bisschen ausgebombt, Finanzwerte. Da hatten wir in der letzten Woche einen Fall von mehr als 6%, ging es da nach unten. Das war der größte Abverkauf im Finanzsektor seit letztem Juni, also ein Jahr. Das ist dann schon eine Hausnummer. Wir sehen, dass die Aktien im S&P 500, die kürzlich noch so sportlich unterwegs waren, da waren nur noch 165 der 500 Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Da ist es also schnell gegangen und die Rettung muss her, weil die Leute ziemlich, ziemlich auf einer Seite des Bootes sitzen. Und wenn das Boot kentert, dann müssen die Notenbanken die Leute wieder aus dem Wasser ziehen und retten. Und darauf hat man vielleicht keine Lust, sondern versucht so ein bisschen im Vorfeld zu kommunizieren, Leute, werdet ein bisschen vorsichtiger. Hier sehen wir mal die Positionierung bei der Bank of America oder in der Umfrage der Bank of America. Sehen wir, dass die Asset Manager, die großen Player, ziemlich dicke investiert sind in diesem Markt. Da sind wir nahe Allzeithochs. Das gilt auch für die Vermögensverwalter in den USA, NAAIM. Das ist praktisch eine Vereinigung amerikanischer Vermögensverwalter. Auch da sehr hohe Positionierung in Sachen Aktien. Und das sehen wir auch bei den Haushalten in den USA. Da sind wir auf einem Allzeithoch in Sachen Positionierung in Aktien. Und dementsprechend ist das schon ein Thema auch für die Notenbanken zu sagen, da wollen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass die Dinge eskalieren und wir dann große Schwierigkeiten haben, das zu reparieren. Schwierigkeiten, die Dinge zu reparieren, haben derzeit auch die Kryptowährungen, nachdem China mal wieder ein Böses gemacht hat. Man hat aus einer Provinz im Süden des Landes die Bitcoin-Miner verbannt, wenn man so will, oder das Bitcoin-Mining verboten. Dann hat man auch Banken wie Alipay angewiesen, hier nichts mit Kryptowährungen anzufassen. Das Resultat, es ging ziemlich weit nach unten für die Kryptowährungen. Und das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass MicroStrategy, diese Firma, die massiv in Bitcoin investiert, kürzlich jetzt ja massiv auch Bitcoins dazugekauft hat. Man hat eine Anleihe begeben, hat Geld eingesammelt, um mit diesem Geld dann Bitcoin zu kaufen. Das hat man gemacht zu einem Durchschnittskurs von 37.600 und genau 17 Dollar. Da hat man über 13.000 Bitcoins gekauft für fast 500 Millionen Dollar. Jetzt sind wir ein paar tausend Dollar tiefer, was den Bitcoin-Kurs betrifft. Aber es zeigt so ein bisschen eben diese Exzesse. Da nimmt jemand Schulden auf, damit er ein ziemlich spekulatives Investment tätigen kann. Man kann ja über Bitcoin sagen, was man will, aber volatil ist es. Ein Asset, das sich, glaube ich, im April noch bei 65.000 Dollar befunden hat und dann praktisch sich halbiert hat innerhalb von 2 Monaten. Da kann man von Volatilität sprechen. Es zeigt so ein bisschen eben diese Exzesse, um was es hier geht. Wenn man Schulden aufnimmt, um dann ein hochspekulatives Asset zu kaufen, das sind diese Exzesse, die wir schon einst am Immobilienmarkt in den USA zu Hochzeiten der Blase gesehen haben, wo Leute
Leute einfach Häuser kaufen, die sie gar nicht brauchen, in der Erwartung, dass die Preise weiter steigen, das vielleicht sogar noch über Kredit machen. Das sind genau die Zutaten, die dann zu einer neuen Finanzkrise führen können. Und genau mit diesen Exzessen müssen jetzt die Notenbanken umgehen und das kommunizieren. Wie zum Beispiel bei Dogecoin. Sie erinnern sich vielleicht, als Elon Musk in dieser Humor-Satire-Sendung aufgetreten ist, dabei jetzt nicht so fürchterlich witzig war. Jedenfalls ist Dogecoin im Vorfeld, als bekannt wurde, er wird da auftreten, deutlich gestiegen. Jetzt sind wir schon 71% unter dem Hoch, also die eine oder andere Blase ist schon geplatzt. Aber es gibt viel Optimismus bei den Bitcoin-Sympathisanten und Kryptowährungssympathisanten hier von Blocktrainer. Der Roman, der hier sagt, keine Angst Leute, langfristig könnte das Mining-Verbot in China sogar positiv für Bitcoin sein. Mehr Dezentralität und mehr grüne Energie. Also grüner geht es ja schon gar nicht mehr, gell? Also Bitcoin und grün, das ist für mich ein Synonym. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Aber es ist also hier nach wie vor Optimismus in diesem Bereich. Es ist jetzt so eine Art Wundenlecken heute passiert. Das war sehr, sehr erfolgreich. Aus einer überverkauften Situation bestimmter Sektoren mit der freundlichen Unterstützung ihrer Notenbank und sitze sie auch in Fernost. Wir nehmen alle Hilfe dankbar an. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.